Herzlich willkommen heute wieder zu Tim Talk mit zwei ganz jungen Damen, mit Clara und mit Katja. Herzlich willkommen. Dankeschön. Dankeschön. Ihr seid beide Mitglied des Wettkampfteams der WUWE und des Team Tai Chi Deutschlands. Wie seid ihr denn überhaupt dazu gekommen oder was ist denn das eigentlich, das Wettkampfteam der WUWE? Also das Wettkampfteam der WUWE ist einfach eine kleine Gruppe in unserer Schule, die sich halt damit befasst, beziehungsweise die halt auf Wettkämpfe geht im Namen der WUWE, also die WUWE repräsentiert bei Wettkämpfen, wo man Tuische machen kann oder auch Form laufen kann. Und ja, da haben wir an ein paar Wettbewerben teilgenommen und ja. Und also dazu gekommen bin ich, glaube ich, einfach, weil es mir Spaß macht, Tuische zu machen, also zu kämpfen. Und ich auch gerne mal sehen wollte, wie das überhaupt ist auf so Wettkämpfen, wie es ist, mich mit anderen zu vergleichen und so. Ja. Und ja, deswegen wollte ich es einfach mal ausprobieren und ich fand es cool. Also ich bin aus ähnlichen Gründen wie die liebe Clara dahin gekommen. Eben halt auch, weil ich es ausprobieren wollte, wie das so ist. Und weil ich auch gerne mal wissen wollte, wie es ist, irgendwann mal vielleicht in späterer Zeit auf so einem Siegertreppchen zu stehen. Oh ja, schön. Und genau, einfach mal noch ein paar neue Leute kennenzulernen von anderen Schulen und eben halt auch mal zu sehen, wie die kämpfen und welche Techniken die verwenden. Genau. Und dann wart ihr auch schon mal auf Turnieren? Ja. Wo denn zum Beispiel? Also wir waren einmal auf dem zweijährlichen, glaube ich. Also alle zwei Jahre findet der, glaube ich, statt, auf dem WUWE Cup. Und also das ist ein Wettbewerb, der von unserer Schule ausgeht und von unserem lieben Jan Leminski organisiert wird. Und da waren wir und wir waren in Amsterdam, also beziehungsweise in der Nähe von Amsterdam. Und was habt ihr dort in Amsterdam denn gemacht? Wir haben ebenfalls an einem Turnier teilgenommen, wo wir quasi in verschiedenen Gewichtsklassen gegen andere aus anderen Schulen gekämpft haben. Mhm. Was eine sehr interessante Erfahrung für mich persönlich war, weil ich in der schwersten Gewichtsklasse war. Und das war schon mal ein ganz anderer Schnack gegen solche Frauen zu kämpfen quasi. Ja. Und das war schon echt, war eine gute Erfahrung. Ach schön. Und dann seid ihr ja auch noch Mitglied des Team Tai Chi Deutschlands. Was ist denn das genau? Was ist denn da der Unterschied zwischen den beiden Teams? Also wir sind praktisch im Namen des Wettkampfteams der WUWE im Tai Chi Team Deutschland. Also das Tai Chi Team Deutschland besteht nicht nur aus der WUWE, beziehungsweise nicht nur aus Mitgliedern von der WUWE, sondern von Mitgliedern von Tai Chi Teams aus ganz Deutschland, also mehreren Teams. Ein weiteres Beispiel wäre da, glaube ich, die WTCAG. Und das ist halt eine etwas größere Gruppe, die halt Deutschland halt weltweit repräsentieren soll im Tai Chi. Ach, das ist ja toll. Und da seid ihr dann beide Mitglied. Genau. Und habt ihr da auch schon mal Turniere gemacht? Wart ihr da auch schon unterwegs? Genau, also der Wettkampf in Amsterdam war Teil des Tai Chi Team Deutschlands. Okay, vielen Dank. Dann hoffe ich, dass wir euch auch beide bald wieder bei einem Turnier sehen dürfen. Und danke, dass ihr hier wart. Sehr gerne.